Hallöchen, Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Vizebeast Monster. Es hat sich ein wenig getan. Ich habe die Kuhfarm ein wenig optimieren müssen. Weil die, wie soll ich es am besten sagen, die scheiße Produktion lief irgendwie beschissen. Aber naja. Und dann habe ich noch eine böse, schlechte Nachricht. Ich wollte mal ein wenig Netherquarz farmen gehen und bin dabei getötet worden und habe meinen Hammer verloren. Hab mir jetzt einen neuen gemacht aus Alumite und einer Obsidian-Seite. Was für mich jetzt so viel bedeutet wie, ich werde nie wieder offscreen farmen gehen oder irgendwelche Expeditionen machen. Dann habe ich unsere Festplattenkapazität ein wenig erweitert. Also nichts Besonderes, das ist ja wirklich rucki-zucki, wenn ihr wirklich wollt zu sehen. Oh, da sammelt sich mein Pink Slime, meine Mob Essence sammelt sich hier schon. Und mein Miet sammelt sich hier. Ich habe da noch die Quarry wieder aufgestellt. Die Dings da, die Ausbeutung der Ozeane geht endlich weiter. Legen wir uns schnell mal pennen. Auch wenn ich da jetzt unter das Bett Cover gesetzt habe, funktioniert das Spawnpoint immer noch nicht. Wunderbar, ne? Das ist genial. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal, wie es in der Kuhfarm abgeht. Weil da kommt man ja noch locker hin. Da muss ich mir noch definitiv einen Anschluss überlegen. Hier ist meine Kackerproduktion. Das einzigste, was die Produktionsprobleme lösen konnte, waren mir Sewer. Ah. Da geht es wenigstens einigermaßen zügig voran. Kacker haben auch nicht mehr so viel. Aber hier wird sauber durchgeerntet. Und da seht ihr schon die Kühe, wie sie da abgeteilt werden. Sobald sie ausgewachsen sind, werden sie leider geschlachtet. Da oben seht ihr Luken, die ich da eingebaut habe. Die dienen dazu, dass da keine ausgewachsenen Kühe durchfallen. Und jetzt müssen wir hier wieder rausgehen. Aber hin und wieder muss ich da wirklich rauf und die ausgewachsenen Kühe notschlachten, weil nicht, dass der Server irgendwann Probleme bekommt. Aber es läuft. Moment, Leute, lass mich mal bitte durch. Ich nehme hier eine Abkürzung. Hier kommt man ja noch wunderbar durch. Hier sieht es von. Hier ist die Verkabelung. Eigentlich ziemlich simpel, ne? Das führt da zu meinen Tanks. Der Itemdukt, der führt genau in diese Kiste. Hoppala. Da sammelt sich Leder und Fleisch. Das Leder habe ich schon ins Chemiesystem eingefügt. Das Fleisch möchte ich noch vorher links da braten. Und jetzt sage ich auch noch was Feines. Als ich hier die Rohre verlegt habe und was weiß ich alles und hier geschaut habe, wo ich was optimieren kann, habe ich da mal hier hinten aufgebuddelt, weil mich diese Spinngeräusche irgendwie aufgeregt haben. Ich habe hier wieder zugemacht. Und damit da aus Versehen keiner vorbeikommt und da reinstolpert, wäre ja schade. Und da habe ich diesen wundervollen... Den habe ich auch komplett zugemacht, oder? Nee. Da habe ich diesen wunderbaren Spinspawner gemacht. Wir machen uns jetzt schnell mal eine Rüstung. Hoppala. Und hüpfen da rein. Wo geht's hier raus? Hallo. Ach da. Mähsystem bitte. Dass ich da mal von vorne rangehe. Eisen. Wir machen uns eine vollständige Eisenrüstung. Verzaubern die noch auf ein Level. Und dann brauchen wir noch ein Höschen. Sicher ist ja schließlich sicher, ne? Ich will nicht da unten nicht krepieren. Das wäre ja schlimm. Und da unten bauen wir dann einen Grinder hin. Und dort kommt dann halt die vorläufige Mobfarm hin. Vielleicht haben wir diesmal Glück, und bekommen unsere Portal Gun. Ach halt, den Zaubertisch habe ich hier unten hingestellt. Ja, ich habe einen Zaubertisch. Weil so teuer ist er auch nicht. Den können wir uns locker leisten. Wo die Quarry jetzt wieder läuft, bekommen wir Diamanten ohne Ende. Oh, ich habe keine Level. Auch dieses Problem wird schnell erledigt, gelöst. Denn ich ernte ja hin und wieder meine Essenceberry-Büsche.
Ich glaube, ich Achso, ja. Ich habe mich schon gewundert, wo das Gravel hier kommt. Und rucki zucki, sicher das? Nee, da gönnt man sich noch ein Stack. Damit wir ungefähr auf 30 kommen, werden wir zwar nicht brauchen, weil ich die ganzen Rüstungsteile sehr niedrig verzaubern werde. Aber naja, kann ja nicht schaden, ne? Projektil Protection, das bringt uns mal herzlich wenig. Protection 1, schon mal nicht schlecht. Unbreaking, naja, und unzerbrechbare. Und Unbreaking 2. Naja, eher alles für die Haltbarkeit. Naja, vielleicht sollte ich da nicht alles auffüttern, wenn ich da drauf gehe, ne? Puh. Hopp. Naja, schmeiß mal das Gravel ins Easy Steam rein. Den Platz haben wir ja jetzt. Das ist, glaube ich, die erste Rüstung, die wir uns selbst gemacht haben, ne? Ich frag mich, warum da noch keiner gesagt hat, Junge, mach dir endlich mal eine Rüstung, dann stirbst du nicht so oft. Tja. Schwert in die Hand und dann geht's los. Einmal verschnaufen, Leute, wünscht mir Glück. Wow, sind hier viele Spinnen. Und wir haben genug Moss. Mossstone, damit wir unsere Ding machen können. Ja, schon wieder. Nur lauter Dreck. Ja, wunderbar. Da freut man sich. Auf jeden Fall tue ich mal ein bisschen Zeugs für einen Mosshammer, also fürs Moss-Upgrade zusammensparen. Weiß nicht, ob ich jetzt noch einen extra Slot herstellen muss, also Gold und ihr wisst schon was. Ja gut, den Mosstone nehmen wir schnell komplett mit. Auf jeden Fall hier wird die Farm deutlich sinniger sein, denn ihr habt ja gesehen, hier spawnt regelmäßig was. Aber das möchte ich dann erst bitte mit dem Hammer machen. Der um einiges effizienter sein müsste. Mit 100 Redstone und was weiß ich. Aber Auto-Repair muss da auf jeden Fall drauf. Da wollen wir drüber gar nicht erst streiten. Letzte Fieselchen mitnehmen. So. Damit wir aufs Jetpack umsteigen. Geht's hier raus? Jo. Nein. Oh doch. Es geht. Den Hammer schnell upgraden. Ah, wieso nehme ich nicht den Weg? Das ist doch kürzer. Wow. Nee, nee, nee. Wieso kann in den Kisten einfach keine Portal Gun drin sein? Wir bekommen 7 Moss. Das ist ja richtig geil. Ich tau. Und ich muss noch einen zusätzlichen, wie sagt man so schön, zusätzlichen Modifikator draufhauen. Wie viele Modifikatoren kann man da eigentlich zusätzlich drauf hocken? Weiß es einer? Wenn ich da jetzt kein Auto-Repair drauf bekomme, dann gute Nacht. Eine Kleinigkeit futtern. Naja gut, für den Eimer hat sich das alles gelohnt, ne? Ein Dia. Und ein Diablock und ein Goldblock. Und genau, Goldblock wollte ich sagen. Ich hoffe, dass ich da noch einen zusätzlichen Modifikator draufklopfen kann.
Nein! Ich hätte auf den Emerald verzichten sollen. Naja, gut. Oder auf den Diamond. Auf irgendwas hätte ich da verzichten müssen. Naja, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Sobald er fast runter ist, machen wir uns einen neuen. Voll dekadent und so. Gehen wir jetzt hier hin. Au. Dann heben wir mal schnell das Loch so weit aus. So. Naja, so gut ist er nicht. Vielleicht fehlt da noch was an Modifikatoren. Ah, da geht's weiter. Okay, sehr gut. Den Hohlraum können wir durchaus nutzen. Das wird uns die Arbeit deutlich erleichtern. Wieso zur Hölle wird es hier drunten so dunkel? Au! Ah, jetzt spawnen die ganzen Viecher in allen Ecken. Tun wir hier mal schnell ausleuchten. Achso, okay. Gut, ich merke, den hätten wir viel leichter finden können. Hätten wir einfach nur den Hausausbau weiter vorantreiben müssen. Arbeiten kümmere ich mich dann später. So. Aber ich liebe diese Hammer. So dumm, dass ich die ganzen Modifikatoren wirklich mit einem Diamanten verschwendet habe. Ah, okay, hier ist die Verkabelung. Oha, ich bin ja schon direkt unter der Farm. Nochmal hier ein wenig Geklopfe. Mit dem Hammer geht es jetzt zum Kokidizuk. Lag, okay. Kann vorkommen. Und da ist schon wieder eine Spinne gespawnt. Wunderbar. So muss das sein. Ne, ihr lieben Spinnchen. Überall ein wenig ausleuchten, ne? Au. Das können wir eigentlich auch an unserem Loch da hinten anschließen. Da gehen wir auch noch eins runter. Das Loch zu? Oder wollen wir noch eins tiefer gehen? Ich bin gerade ein wenig ratlos. Naja, ratlos ist das falsche Wort.
Auf jeden Fall schauen wir jetzt mal hierhin, wo der Weg hierhin führt. Und ich habe nie Kohle und Sticks dabei. Ist ja ekelhaft. So, hier. Fackeln. Den ganzen Stack gleich, wenn wir schon mal hier sind. Was kann ich da sonst noch Postwänden reinwerfen? Ich glaube, das war's vorerst. Jetzt müsste ich dann bald auch wieder nach der Quarry gucken. Nicht, dass mir die ganzen Kisten überlaufen, weil, wie schon gesagt, ist noch nicht ganz das Team angeschlossen. Aber da wir noch ein paar Minuten haben, dann würde ich schon noch gern mal gucken, wo der Weg hier lang führt. Vielleicht kommen wir an einen ganz tollen Ort. Oha. Ich habe ja richtige Katakomben unter meiner Hütte. Okay. Und der andere Weg, bitte? Das ganze Eisengeschmarre hier können wir ja später noch abfarmen. Aber cool sieht's hier aus. Das Einzige, was ich sofort mitnehmen würde, wäre Zertusquarz. Aluminium-Ohrberries. Like it. Komischer Raum aus Quarz. Ich frage mich, kann man aus diesem Quarz irgendwie Quarz herstellen? Also Zertusquarz. Ist wahrscheinlich nicht, oder? Aber wenn ich das hier so abbaue, komme ich an Quarzkobbel, wo immer der auch steckt. Hier. Gibt es da irgendwie eine Technik, ob man da, damit man da das Ding wieder rückgewinnen kann? Junge, hier geht's aber tief runter. Sieht nicht danach aus, als ob man sich hier verlaufen könnte. Noch mehr Büsche. Au. Haut er mich einfach. Hier sind all die Ressourcen, die wir brauchen. Ist ja hammergeil, was wir hier so alles im Haus haben. Komm, Lava, mach mal hin. Ich will da runter gucken. Na, komisch, komisch, dass wir da noch auf kein einziges Monster gestoßen sind. Gut, ich helfe ein wenig nach. Wie ich brenne. Hörst du auf? Natürlich habe ich die einzigste Wasserquelle da drüben schon ausgemacht. Sieht mir fast schon nach einer Sackgasse aus. Und es ist auch sehr schön. Junge, Junge, hier können wir uns ja ein richtiges Labyrinth reinschlagen. Wie? Klar, mein Jetpack ist jetzt fast alle. Aua, aua. Da möchte ich schon noch raufgucken, zumindest zum Ausleuchten. Da geht's auch noch runter.
hier alles an Eisen rumliegt, ist ja phänomenal. Wow. Dia-Level? Silber. Eine Lavaquelle. Geh doch mal bitte weg da. Ich möchte mal gucken, was dort ist. Oder ist das nur irgend so eine Lava-Konstruktion? Oh Gold. Okay, ist eine Lava-Konstruktion. Wie schaut denn hier schon wieder aus? Geil, ich habe eine Spalte unterm Haus. Wobei ich nicht weiß, ob das hier noch alles unter meinem Haus ist. Aber genial, wie es hier aussieht. Na komm, wir gehen mal diesen Weg hier wieder zurück. Bevor uns das Jetpack hier verlässt. Hier können wir noch die eine oder andere Fackel positionieren. Nice. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir farmen gehen können. Oh, von oben. Mit etwas Pech tut es die Quarry. Ne, die Quarry steht da hinten. Okay, dann tut es die Quarry hier nicht wegsemmeln. Schön. Aber wie kommen wir hier wieder raus? Ist ja phänomenal. Da war doch was mit einem Ohrbusch. Und tut sich da was? Eternal Essence. Okay. Könnte man vielleicht brauchen. Wenn wir uns später um ein Summercraft ein wenig rum experimentieren wollen. Okay, das ist immer noch die Spalte hier. Schön. Also ich bin begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hey, ja. Und da oben ist auch noch was unerforscht. Sehr schön, aber ich habe nur noch 8 Fackeln. Entsprechend wollte ich jetzt nicht hier hingehen. Ich suche eigentlich den Ausgang. Ja, schade, dass man sich hier nicht verlaufen kann, ne? Das war mein erster Gedankengang. Okay, hier geht's ja wieder runter. Ich möchte mich hier nicht rausbuddeln müssen, Leute. Ja, toll. Joey, hast du fein gemacht. Jetzt wären wir beinahe abgesegelt. Okay. Und jetzt sind wir wieder an der Spalte. Ja. Leute, Leute. Ich sag's euch, mit mir macht man was mit. Und mein Jetpack ist aufgebraucht. Das heißt, den Standardweg kommen wir hier nicht mehr raus. Da geht die Spalte weiter.
Schön. Nee, ich glaube, hier geht's wieder runter. Dann müssen wir runter, um wieder raufzukommen? Nee. Also jetzt ernsthaft, wo komme ich denn her? Das gibt's doch nicht. Ich weiß, wir haben gerade schon Überlänge, aber ich würde hier schon noch gerne herausfinden. Wenigstens habe ich die Fackeln alle irgendwie sinnvoll platziert, so dass sich kein Schwein mehr auskennt. Ja, jetzt habe ich einen Block platziert, das war auch geplant. Komm, höchstwahrscheinlich muss ich irgendwo nach oben. Ach da, okay. Ich dachte schon. Puh. Ab hier sollte es leicht sein, wieder rauszufinden. Hoffe ich. War schon richtig geil, was wir da unterm Haus haben. Dachte ich schon, jetzt wäre ich in eine Sackgasse gerannt. Dann müssen wir hier links oder da nach oben? Genau, hier war die Sackgasse. So, und nun sind wir wieder so gut wie daheim. Dann müssen wir hier rauf. Nee, halt mal, wenn ich hier nach rechts gehe, dann komme ich doch schneller an. Hoffe ich. Nein. Ich hätte schon Richtung Wasser laufen müssen. Ja, aber wir sind wenigstens auf dem richtigen Weg. Das ist doch schon mal schön. War ein Glück, dass ich so eine gute Orientierung habe, ne? Sonst würden wir uns ja gar nicht zurechtfinden. Ich hoffe, irgendjemand hat diesen ironisch gemeinten Witz verstanden. Da nach oben müssen wir auch mal gucken bei Gelegenheit. Hier sind wir beim Spawner. So. Und daheim. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Höhlendurchgang. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.